Willkommen zur 50. Ich bin der beste YouTuber, ich heiße Mr. Snow und komme aus England. Kommst nicht aus England. Und das ist schon wieder Level 94. Ja, es ist Emil, es ist Folge 50, Special. Ja, willkommen zur nächsten Folge und Emil hat nicht die Begrüßung gemacht. So. Ja, hallo, ja, willkommen zur 50. Splatoon-Folge. Yay. Das ist ein Jubiläum. Jubiläum und gleich 50 Folgen. Und da ist ein Level 94, glaube ich. Ja, Clara View war gerade noch bei, war im letzten Part, die wir auch gerade noch aufgenommen haben. Emil wollte den Roller spielen, hat er damit doch nicht. Ja, ja, der weil Emil du gesagt hast, dass es ein wichtiger Part ist und dass man da... Okay, hast du es eigentlich nicht gesagt, aber dass wir da gewinnen müssen. Hab ich auch nicht gesagt. Ja, sag ich jetzt aber. So, guck, es gibt auch Sachen, die sage ich gar nicht und die werden mir vorgeworfen. Ich geh jetzt vor und wer vorne in Regen. Ja, also, der Emil wird den ganzen Part spielen und hoffentlich auch, wie ich mich immer drüber aufreg, viele kommentieren. So, da ist übrigens ein Gegner und du hast... Ich würde... Ja, Bombe. Dann hat er nicht so viele Chancen, während er da... Während er drin ist, hat er nicht viele Chancen. Du weißt schon, dass du die kleinste Reichweite hast von jeder normalen Schusswaffe. Ja, aber ich schaff's. Gut, also. Dann wird hoffentlich mal der Emil ein bisschen mehr kommentieren, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, ob er es schafft. So. Ja. Ich hab dir auch schon den Part, der für uns heute rauskam. Das war für Lol. Euch... Das war für euch, glaube ich, der 47. Part. Im 47. Part habe ich die Sprechnachricht Fresco vorgestellt. Ja, das ist eine der, ja, ist die neueste Waffe von Splatoon 2. Und ja, hat ein anderes Set als die normalen Sprengklar, ist aber im Prinzip, ja, die gleiche Waffe. Bloß besser auf Set. Ich würde da eine Bombe nehmen, ja. Glaube ich, würde ich zumindest nehmen. Alter. Roll dich doch auch, du kannst dich rollen. Ja, ja gut. Ich bin da wenigstens der Einzige, der tot ist. Von Gegnern waren alle. Drei tot, ja. Alle. Achso, ja, weil ich jetzt drauf geachtet. Ja, so. Guck, das verstehe ich bei dir auch nicht, dass du da so... Also gut, ich warte auch manchmal, aber ich warte vor allem, wenn ich mal Gegner sehe. Die Waffe kriegt, glaube ich, mit 3 Hits. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich mag jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, mit 3. Ich würde die Ulti werfen, weil da sind ja schnell viele Gegner, die einkillen können. Gut, aber ja. Das ist Emils Folge, wo er anscheinend... Alter, habe ich mich erschreckt. Man hat's gemerkt. Alter. Mein Puls... Oh Gott. Okay, man kann auch übertreiben. Ich habe mich so erschreckt, du hast ja keine Ahnung. Was du auch anders machst als ich, du portest dich viel mehr. Also, ist jetzt nicht schlecht, oder? Wahrscheinlich ist es generell besser, aber es ist halt ein bisschen, also für meinen Geschmack ins Splatoon. Zumindest, ja, ein bisschen zu risikoreich. Ja. Der killt, glaube ich, auch mit 3 Hits. Also, insofern, ja, soweit deine Waffe mit 3 Kills killt. Und ja, bei euch ist hinten ganz gut eingefärbt. So. Dann würde ich sagen, also so scheiße war ich, finde ich, gar nicht mit der Waffe. Habe ich nicht behauptet. So. Ja, Habe ich nicht behauptet, ja. Das kann man mir sagen. Gut, dann, ja. War das die erste Runde für die 50. Folge und wir mit 67,6% gewonnen. Machen wir da dann mehr Runden. Also eine mehr. Naja, 4 Runden. Ich weiß nicht, du kennst ja... Oh, 8 Kills. Du und die Zuschauer, außer so neue, kennen ja mein WLAN. Das ist nicht das Beste. Also lange Folgen kann ich schlecht hochladen. Lange Rede, kurzer Sinn. Obwohl, ich bin, ja, du kannst ja auf Ja drücken. Ich bin heute, morgen woanders, wo ich besseres WLAN habe. Ich weiß aber nicht ganz genau. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns, ja, in der nächsten Runde. Ja, da wären wir mal wieder. Robin sagt, ich soll kommentieren. Ich kommentiere, Robin trinkt. Robin isst jetzt, glaube ich, einen Keks. Okay. Und ich kommentiere, ja, bisschen. Gut, ich höre mir vor allem mal an, Migi Handy weglegen vom Ding, das habt ihr schon mal gesagt. Wieso? Weil dann dadurch ein Rauschen entsteht. Und das nix gut. Das habe ich schon so 2 Parts da liegen. Nix gut. Ja, bin ich exakt daneben. Also, du hast dein Ulti und... Ja, ich löse Regen, ich kann ihn zwar überhaupt, also man muss ihn da nicht spielen können, aber ich glaube, man sollte ihn immer lieber ein bisschen weiter vorne, oder? Ich würde ihn werfen, der... Ja. Ach du Heilige.
Wollen die mich verarschen? Durch Airbrush MG erledigt. Das meinte ich nicht mit verarschen, aber... Ich weiß. Ja. Und ich esse währenddessen Kekse. Muhaha. Und? Ach, der ist ein Gegner. Der hat auch Doppler, kann das sein? Ja, hat er die... Cherry? Und wieso helfen die mir denn? Da ist die ganze Zeit einer, der sieht, dass ich Hilfe brauche. Und der kommt mir aber nicht entgegen. Hast du es gesehen? Ich muss gerade Kekse essen können, haben, tun. Mmh, lecker. Ach, die sind böse Gegner. Ich würde an der Stelle weg. Ja. Gut. Was ich noch verändern muss. Was vielleicht gut wäre. Mich regt's gerade auf. Man merkt's. Ja, echt? Ja. Der Ton ist ein bisschen leiser. So, also der Ingame. Hat sich gerade wie Chips angehört. Ist aber ein... Wie nennen die sich? Oh, scheiße. Ich wollte es eigentlich weiterwerfen. Prinzenrolle nennen die sich. Oder Prinzenrolle sind ja nur die von der... Wirklich von Prinzenrolle, also... Ja. Hä? Ach Gott. Ich dachte, das wäre der andere. Durch Quetscher erledigt. Ich habe tatsächlich Quetscher noch nie gespielt, also tatsächlich. Das dachte ich mir. Hä? Der hat dich in deiner Rolle getroffen. Gut. Die können aber nicht die ganze Zeit rollen, gell? Irgendwie nur zweimal hintereinander oder so. Mhm. Ah, gut. Man kann mit jeder Waffe nur zweimal hintereinander rollen. Das regt mich auf. Ich kann aber die Map auch überhaupt nicht spielen. Ich weiß nicht, ich verliere bei der irgendwie immer. Das Bombenwiese. Ja, da war halt die Reichweite des Platschers. Also ich will ja nichts sagen, aber das sind sehr, sehr, sehr faire Teams auf jeden Fall. Mhm. Du hast mal zu mir gesagt, dass die das eigentlich immer relativ fair machen. Mhm. Irgendwie seit den letzten drei Parts, also das eine Mal, als wir mit relativ vielen über Level 80 waren, gespielt haben und die alle im Gegnerteam waren. Mhm. Und das jetzt auch relativ unfair. Gut, kein Kommentar. Das lag aber daran, dass die Gegner euch eher gekillt haben. Ich kann aber die Map auch... Ja, weil die haben jetzt nicht so ultra viel eingefärbt. Du hast die ganze Zeit... Ich kann die Map überhaupt nicht spielen. Grüße gehen raus an Clara. Und an Frosty. Dabei sag mal, Grüße gehen raus. Ja, was soll ich sonst sagen? Keine Ahnung. Ich grüße hiermit offiziell Clara View. So. Das hat auch, glaube ich, Trimax gesagt. Dann habe ich mir... Ja. Den habe ich mir auch mal vor einer ewigen Zeit rausgeguckt. Gut, dann gibt's trotzdem kurz einen Cut. Gut, da sind wir auf der wunderschönen Map Halbotafen. Ich hoffe, da bin ich jetzt besser wieder. Ja. Also, wie gesagt, der Emil spielt... Mit Clara ja, und dem Level 94er. Clara spielt... X. Clara, okay. Und mit Frosty. So. Ich habe mich heute mit dem Frosty auch ein bisschen unterhalten über die Änderungen, die es ja mit dem Patch gibt, der heute kam. Ja, und haben ein bisschen drüber geredet. So. Alter, ich hasse diesen Wagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Du hortest die Ulti zu lange. Du kannst sie auch einfach weit werfen, Emil. Du hattest die zu lang, weil du hättest jetzt schon, ja, schon wieder, die wollte ich schon wieder mindestens zur Hälfte. Ja. Gut. Erledigt, hat er geschrieben. Wie? Kommentieren! Ich weiß, ich sag's die ganze Zeit und es ist sehr nervig. Wahrscheinlich auch total nervig für die Zuschauer. Aber es ist halt so, dass er Emil sich vorgenommen hatte, dass er ein bisschen mehr kommentieren wollte und es halt jetzt nicht macht. Und deshalb, Achtung. Oh, ja. Ich hatte, ach Gott. Ja, und deshalb sage ich das halt die ganze Zeit immer. Und ich muss jetzt bloß aufpassen, dass diese blöden Brösel jetzt nicht überall auf den Boden gehen, weil heute ist frisch gesaugt. Und es ist nicht so toll, wenn irgendwie die Brösel von Keksen
überall am Boden liegen. Oh. Ach. Die haben zwei Sniper. Ja. Es ist irgendwie bei mir immer so, dass wenn ich Sniper spiele, ich so richtig wenige kill, aber wenn die anderen Sniper spielen, werde ich eigentlich immer getötet. Ich weiß nicht wieso. Ja, ja, weil die anderen halt meistens besser sind mit der Sniper. Macht ja irgendwie auch Sinn dann. Irgendwie, ne? Das sind, die spielen halt mehr Sniper als du und haben wahrscheinlich schon mehr Erfahrung generell mit Splatoon. Weil, ja, du bist Level 28 und die sind wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich bin Level 29. Mann. Das meinst du, ich du kann merkst mir das alle Level merken. So wichtig ist es jetzt, glaube ich, nicht, dieses eine Level. Achtung! Ja. Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob in der nächsten Folge oder so, aber wir werden auf jeden Fall, oder ich werde es, wir haben dann eine Folge, wo nur ich spiele, den Sepiator Alpha spielen. Weil da habe ich jetzt irgendwie gerade wieder Bock drauf bekommen. Die haben nicht ganz Splatoon 1 richtig viel gespielt und ja. Ich mache ja zu. Nein! Ich mache ja zu jeder Waffe ein Video. Gibt es übrigens die Playlist zu jeder Waffe ein Video, wo ich zu jeder Waffe ein Video spiele. Ja. Und du kannst deine Bomben übrigens mal öfters einsetzen. Der linke Sniper. Ja. Wofür hast du sie denn so? Ulti. Ja, ich. Also. Ich weiß, ich sag immer, wie ich es gemacht hätte, aber ich wäre, hätte jetzt einfach nur noch einen Schuss gemacht und so weit hintergegangen. Ich glaube, ihr habt knapp gewonnen, oder? Kann das sein? Ich sag, ihr habt knapp gewonnen. Ich glaube, wir haben knapp verloren. Ja, knapp. Gut, dann, ja. Ich glaube, aber ich war zumindest ein bisschen besser als die Runde. Ja, ein bisschen besser als die Runde davor, aber auch nicht überragend. Ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der letzten Runde. Da werden wir wieder, Robin schneuzt sich und ja. Okay, das musstest du jetzt nicht sagen, aber ja. Doch, du hast gesagt, ich soll reden. Ja, okay. Ja. Gut, dann, oh, ich habe auch wieder Bock auf die, wie heißen sie? Platscher. Platscher und Platscher SE. Jo, ich weiß gar nicht, welches Set, ich glaube, ich habe bisher nur Platscher SE gespielt. Also ich weiß gar nicht, welches Set mir jetzt besser gefällt, obwohl ich habe, glaube ich, mal geguckt, was welches... Was waren die Platscher? Die zwei blauen Waffen von den Gegnern. Du siehst es ja links oben. Ah. Frosty spielt auch eine. Siehst du es links oben? Ja. Gut. Oh, die. Mach die Ulti, bevor du gekillt wirst. Du kannst sie einfach weit werfen, Emil. Ich würde es machen, weil wenn du jetzt gleich gekillt wirst, dann hast du die Ulti schon wieder weg. Und ich meine, die kriegst du ja relativ schnell zusammen. Werf sie doch einfach. Du kannst sie auch einfach dann drüber werfen. Es ist egal, ob die paar Zentimeter weiter vorne ist und paar Zentimeter weiter hinten. Gut, dann zieh ich mal die Kopfhörer auf und hör mal dem Sound zu. Lol. Alter, da waren ja alle. Ja. Und die werden gerade relativ gut gekillt von unserem Team. BZW von deinem. Ja, und wieso wir es jetzt eigentlich überhaupt so machen und der Emil nicht an seiner Switch spielt, ist, dass er seine Switch gerade nicht hat. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ja, ist ja egal. Kannst deine Switch gerade nicht benutzen. Und deshalb spielen wir mit meiner. Ist irgendwie logisch, oder? Naja, du hast sie gerade nicht dabei, also kannst du sie nicht spielen. Sonst hättest du auch mit einer gespielt. Also, ist jetzt egal, ob ich es gesagt habe oder nicht, man kann sich's ja denken. Du hast deine Bomben, die sind sehr praktisch. Die kann man werfen und dann trauen sich Gegner vielleicht nicht dahin. Also, zumindest. Nicht mehr so sehr wie davor. Ey, dieses Avira. Oh. Du bist so konzentriert beim Spielen. Du redest zu wenig. Ich weiß, das sage ich immer und ich sage es in jedem Part auch 300 Alter. Mal. Ja, da dich guck, das ist der Platscher. Und ich spiele sogar den normalen. Sogar? Ja, weil zu mir meinte er noch, dass ich glaube, zu mir meinte er, dass er den Platscher SE lieber spielt. Aber jetzt spiele auch mal den normalen und ja, da hast du ihn. Der Alter, Platscher. Die Reichweite ist so beschissen. Der war, ja, von deiner Waffe aber, ja. Du hast die Waffe freiwillig genommen. Ja, ich weiß, dass ich mich nicht beschweren darf, aber... Doch, darfst du, natürlich. Gibt ja keinen Grund, wieso nicht, aber... Du hast ja halt, also du bist halt selbst dafür verantwortlich, dass du genommen hast. Ich weiß, das macht irgendwie... Aber die Platscher sind auf der Map, glaube ich, auch ganz gut, wie gesagt. Also... Du färbst entweder total gründlich ein oder du portest dich die ganze Zeit.
Alter, was hatte der denn jetzt für eine Reichweite? Quetscher hat eine gute Reichweite, aber der war doch relativ nah an dir. Ich habe mich jetzt ungefähr 10-mal geportet. Ich weiß. Und 10-mal eben, getötet. Da wird man deshalb porte ich mich halt auch nicht so sehr, weil man da, ja, ziemlich leicht gekillt werden kann. Gut, dann war's das auch schon für diese Folge. Und echt? Aber das ist ja 50. Und deswegen müssen wir ja 5 du Folgen. Du kennst mein WLAN, ich hab's vorhin schon gesagt. Ja, aber da du ja morgen bei jemand anderem bist. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den Part bis morgen geschnitten kriege. Ich habe 3 Parts, die ich... Ich habe 5 Parts, die ich noch schneiden muss. Kannst du den als erstes schneiden? Okay, der Emil will so. Ja, gut, 5. Runde. Ist es die 5. oder 4.? Ist die 5. So. Gut, dann machst du noch eine 5. Runde und wir sehen uns ja gleich. Gut, da sind wir in der letzten Runde und du kommentierst. Eine tolle Map natürlich wieder. Weil und ich versuche, die Kekse hier aus dieser Packung zu bekommen. Ja. Was sich als schwieriger als gedacht erweist. Während du natürlich kommentierst. Hallo. So, das ist wahrscheinlich jetzt schon langsam Insider hier, dass ich die ganze Zeit sage, dass andere kommentieren sollen. Ja. Aber es verändert ja nichts, du machst ja trotzdem nicht mehr. Gut, dann machst du es zwar kurz, aber dann nicht... Ja doch, ich mach's dir jetzt, aber ich weiß halt nie, was ich reden soll. Du kannst ja... Jetzt rede ich über was, was die Leute, die wenigen, die das eh schauen... Ja, rede weiter. Ja. Nicht interessiert. Wieso das... guck mal, es ist besser zu reden, als nicht zu reden. Ja, aber... Ach, egal. Wenn es die Leute nicht interessiert, dann gucken sie das Video nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Vielleicht sind das ja nur 2 Leute, die das halt 13 Mal anklicken. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich halte auch für sehr unwahrscheinlich, dass es hier 26 Klicks geben wird. Oh. Ja. Oh. Ach, dieser Keks. Dieser unverschämte Keks. Es geht gar nicht. Dieser blöde... Diese blöde... Oh. Verpackung. So, ein sehr spannendes Geschehen. Ui, und da kommt ein Gegner, den du erledigt hast. Sehr spannend, wie gesagt. Ja, sehr spannend. Ich sag langsam nichts mehr dazu. Ja, ich hab's kapiert, Avira. Schön, dass es jede Minute kommt. Jede Minute wird mir mitgeteilt, dass Avira eine Meldung für mich hat. Toll, ich hab keine Viren, aber trotzdem... Hat was mit hat was mit Viren zu tun. Ja, aber es hat Virenschutz. Aber es hat was. Es hat in dem Fall etwas mit was anderem zu tun, trotzdem. Also, ich werde ja so oder so gestorben. Alter, wird da gerade alles. Da wird alles umgefärbt. Mhm. Du hast deine Bomben. So, kommt jetzt niemand lang. Wie es ich. Ja. Ha, Frosty. Ja, ich habe wenigstens noch Regen lassen. Oder? Da ja, kommt ja. Gar... Doch, da kommt doch, natürlich, aber die färben halt da gerade ein. Um. Die färben gegen den Regen an. Schwer zu reden, wenn man isst. Noch nicht so toll. Aber jetzt gewinnt ihr doch noch relativ eindeutig, würde ich sagen. Ja. Ja. Es ging. Naja, schon relativ eindeutig. Nö. 30%. Können wir noch eine Folge? Ja, aber nicht noch eine Runde. Ach. Hast du dich versprochen. Obwohl wir den Level 1... Der Level 1 ist aber gut dafür, dass er Level 1 ist. Ich meine, man ist nach einem Match schon Level 2. Also, Der hat wahrscheinlich schon den Singleplayer durchgespielt. Glaube ich nicht. Naja, ich hatte ihn ja auch durchgespielt. Und dann habe ich erst... Also zumindest habe ich die Hälfte durchgespielt. Dann hatte ich erst einen Account. In der Regel macht man ja meistens erst einen... erstmal probiert man zum spielt man nicht zumindest erst den Singleplayer durch und fängt dann erst mit online an. Also würde ich jetzt sagen in der Regel. Außer man hat keinen WLAN, dann spielt man aber gar nicht online.
Gut, da würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, mach's gut und dann war es jetzt mit dieser 50. Folge. Ich hoffe, es ist die 50. und keine andere fällt gerade aus, weil sonst wäre das ein bisschen seltsam. Aber es sollte die 50. sein. Gut, da würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, mach's gut und ja, magst du noch was sagen? Ciao, ciao. Ciao.